So, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vom letzten Liga-Heimspiel oder letzten Spieltag auf dieser Saison 18-19 gegen den SC Hessen Dreieich. Vorab erstmal ein paar Informationen. Wir werden im Rahmen des morgigen Spiels unter anderem auch die Verabschiedung von 7 Spielern sowie unserem Torwarttrainer Frank Kackert vornehmen, kurz vor Anpfiff. Dazu wird es nach dem Spiel 950 Liter Freibier geben vom Freibierkonto von Bitburger. Dazu auch natürlich ein paar alkoholfreie Getränke für diejenigen, die nicht dem Bier ganz so zugeneigt sind. Zusätzlich wird morgen auch eine Kasse komplett geöffnet sein, nur zum Vorverkauf für das Pokalfinale am 25. Mai gegen Elversberg. Und ansonsten, vorab kann man schon mal sagen, der Batzi wird morgen nicht spielen können, weil er an der Hand verletzt ist. Aber dazu kann der Dirk jetzt mehr sagen. Bitte. Ich kann es bestätigen, dass Daniel Batz morgen nicht spielen kann, aufgrund seiner Verletzung, die er sich letzte Woche in Hoffenheim zugezogen hat an der Hand. Nichts Gravierendes, aber halt für den Torwart, für die Finger Schmerzen, halt nicht gerade förderlich. Dementsprechend wird er nicht dabei sein. Für ihn wird der Rick Hess aus der zweiten Mannschaft dann mit auf der Bank sitzen. Ansonsten wird auch definitiv ausfallen morgen der Dauschi nach wie vor mit Markus Mendler und Joe. Hinzu wird Sevi Jakob uns morgen nicht zur Verfügung stehen können aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung. Das ist der Stand unserer Personalien. Gut, ansonsten Einschätzung zum Gegner, Hessen Dreieich als Tabellenletzter. Ja, Hessen Dreieich ist klar, da sieht man jetzt dann doch, dass sie sich mehr oder weniger aufgegeben haben in den letzten Wochen schon per herbe Klatschen erlitten. Die kamen aber in der Regel immer erst dann zustande, wenn auch das zweite Tor gefallen ist. Da haben sie sich dann schon so ein bisschen aufgegeben. Das ist klar, als Tabellenletzter fehlt dann so ein bisschen was. Für uns geht es einfach darum, morgen auch einen halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss hinzubekommen mit einem erfolgreichen Spiel vor heimischer Kulisse und sich auf das Pokalfinale nächste Woche einzustellen. Dann mit Marco morgen, ja, zumindest das letzte Heimpflichtspiel. Erstmal vielen Dank für 3 Jahre, die du bei uns die Deppen geschnürt hast für den Einsatz. Wie ist deine Einschätzung erstmal zu Hessen Dreieich und dann gehst du mit dem weinenden, mit dem lachenden Auge einfach mal ein paar Erinnerungen an das Saarland bzw. auch den FCS. Ja, wie der Trainer schon erwähnt hat, also Hessen Dreieich haben wir jetzt gesehen, dass die vielleicht schon abgeschlossen haben und vielleicht, die wollen jetzt auch nochmal vielleicht das letzte Spiel nochmal alles raus und einfach einen guten Abschluss auch für sich selber, für sich jeder selber haben. Wir gehen Vollgas rein, weil es werden ja viele Spieler auch gehen und ein paar werden auch noch spielen, das letzte Spiel, und die wollen sich auch vernünftig verabschieden. Von dem her wird jeder 100% geben und dass wir auch nochmal mit guten Abschluss hier alle weggehen und dann auch mit Selbstvertrauen ins Pokalfinale gegen Elversberg starten. Ja, zu mir selbst, es waren 3 schöne Jahre. Ich habe mich hier wohlgefühlt in Saarbrücken, aber wie es halt im Fußball ist, irgendwann ist mal die Zeit vorbei. Ist leider so, ich gehe natürlich mit einem weinenden Auge, aber mit einem glücklichen oder lachenden Auge dann Richtung Heimat. Auf das freue ich mich, obwohl es hier schön war und ich ja noch gern hier geblieben wäre. Aber wie gesagt, so ist der Fußball. Es ergibt sich immer wieder was Neues und ich drücke auf alle Fälle Saarbrücken die Daumen, dass sie die nächsten Jahre oder vor allem halt nächstes Jahr dann mal hochgehen. Ja, schon mal vielen Dank da vorab. Hoffen wir auch natürlich. So, dann Fragen eurerseits, bitte. Ja, Fragen an Dirk Lotz. Wenn der jetzt mal richtig verstanden hat, wenn 950 Liter ausgeschehen, kommt denn da aber auch nichts dazu noch? Ich gehe davon aus, dass morgen noch der eine oder andere Liter dazukommt. Auch wenn die Ziele uns jetzt unserem primären Ziel, was wir vor der Saison ausgegeben haben, nicht mehr erreichen können, haben wir morgen trotzdem noch die Möglichkeit, zumindest die erfolgreichste Heimmannschaft unter anderem auch zu werden. Und wie gesagt, das letzte Heimspiel willst du immer gewinnen, gerade mit Hinblick dessen, dass du auch nächste Woche das Pokalfinale hast. Da willst du mit einem guten Gefühl reingehen. Und der eine oder andere Spieler sich vielleicht dafür auch nochmal empfehlen. Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir morgen nochmal ein schönes und erfolgreiches Spiel sehen werden. Spielt auch eine Rolle, die beste Saarmannschaft zu sein? Also das habe ich jetzt so nicht im Blick, muss ich ehrlich sagen, aber eins ist auch klar, wir sind jetzt Tabellenzweiter, das wollen wir bleiben und dementsprechend wären wir dann die beste Saarmannschaft. Das hat jetzt für mich persönlich keine Priorität. Erlaub mal, wenn Sie in einem Satz die Saison beschreiben müssen, was wäre das? In einem Satz? Boah, sehr wechselhaft. Sehr wechselhaft, mit vielen Höhen und Tiefen. Ja, ist klar, wenn du dein vor der Saison ausgegebenes Ziel nicht erreichst, dann ist es klar, dass du dann erstmal zu dem Entschluss kommst, Ziel nicht erreicht. Ja. Aber grundsätzlich war es natürlich auch eine anstrengende Saison, wie gesagt, mit vielen Höhen und Tiefen.
für alle Beteiligten mit vielen Auf und Abs, wo wir, ja, ich denke schon einfach in den ersten Wochen, Monaten es versäumt haben, zumindest mal näher an Waldhof Mannheim dran zu sein. Ob wir es dann letztendlich geschafft hätten, mag dahingestellt sein. Fakt ist, dass Mannheim eine überragende Saison gespielt hat. Also wir waren letztes Jahr schon bärenstark, glaube ich, oder? Wo jeder gesagt hat, die Übermannschaft. Aber Mannheim hat da, glaube ich, nochmal eine Stufe, eine Messlatte höher gelegt. Und dementsprechend sind sie auch verdienter Aufsteiger jetzt. Und gab es für Sie in der Saison irgend so einen Knackpunkt, wo Sie sagen, okay, da konnten wir nicht mehr zusetzen, oder was war für mich das Entscheidende, warum es nicht geklappt hat? Ja, der Knackpunkt war das Spiel in Mannheim. Hätten wir das gewonnen, wären wir, glaube ich, auf 2 Punkte dran gewesen. Dann weißt du auch nicht, wie es bei Mannheim weitergegangen wäre. Dann wäre der Druck vielleicht noch größer geworden, auch ein bisschen unruhiger bei Mannheim. Und wir hätten natürlich immenses Selbstvertrauen gehabt, dass wir das doch noch schaffen können. Und bis dahin hat die Mannschaft auch alles dafür getan, da nochmal dran zu kommen. Wir hatten davor die Wochen sehr erfolgreich gespielt. Aber dann hängt es natürlich dann auch an diesen entscheidenden Spielen ab. Und da hat man dieses Quäntchen Glück, dann dieses Spiel für uns zu entscheiden, halt nicht auf unserer Seite. Das eine Ziel in der Reichsbude von der Liga, da muss wenigstens das Rahnenpokal-Endspiel erreicht werden. Ob das wenigstens, ja, ich habe ja vor 1-2 Wochen schon mal gesagt, du musst immer das erreichen, was es noch zu erreichen gibt. Ja, und mit Sicherheit ist das Pokalfinale, wenn es auch vielleicht für den einen oder anderen nicht den Stellenwert hat. Für uns hat es aber den Stellenwert, weil das eins unserer Ziele ist, die wir noch erreichen können. Und dementsprechend wollen wir es nächste Woche gewinnen. Dann gibt es ja 100.000 Euro. Für jeden. Marco, dein neuer Verein ist auch eher ein bisschen überraschend gewesen. Kannst du mal, ich meine, du hast ja auch Angebote hier, glaube ich, aus der Region. Kannst du mal deine Beweggründe erklären, warum jetzt nicht nur die Heimatnähe da ist, sondern auch dieses Projekt, dieser Verein? Ja, das ist Aufsteiger, und wenn man es ein bisschen so verfolgt, was die halt vorhaben, also die sind jetzt die letzten 2 Jahre halt hintereinander aufgestiegen und haben jetzt ein gutes Konzept und wollen halt ja, mehr oder weniger so durchmarschieren, und das sieht man so an die Verpflichtungen, und ja, die Aufgabe hat mich gereizt und natürlich auch die Heimat, was mir natürlich nach Hause zieht, aber wie gesagt, also die Aufgabe reizt mich, und da will ich halt ein Teil davon sein, deswegen habe ich mich für den Verein entschieden, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen, ja, weiß ich nicht, viele kennen den Verein halt nicht. Aber für mich ist das der richtige Schritt, meines Erachtens, und ja, für das haben wir dann entschieden. Dirk, die Verletzung von Daniel Batz, eines der Tormann, der da verlängert hat für nächste Saison, Rico wird gehen, aber bisher war es so, dass Rico Pokal gespielt hat, würde er auch unabhängig von Batz' Verletzung im Pokal spielen. Ja. Hallo, gibt es noch jetzt besondere Instruktionen an die Mannschaft, dass vielleicht die Torjägerkrone noch kommt? Nee, also ich glaube, dieses Ziel ist so ein individuelles Ziel, was Sebi hätte noch haben können. Er kann morgen nicht spielen, dementsprechend ist für ihn kein Ziel mehr oder kann es nicht erreichen. Bei Gilly weiß ich gar nicht, wie viel hat der erste? 19, 17? 16. Ja. Ja, Gilly hat 16. Ja, wie viel hat der 19. Der beste Tor? 19. Ja, ist schon ambitioniert, aber. Gut, ich glaube jetzt, dass das so eine individuelle Sache ist, wo man vielleicht nochmal drankommen will, aber ich werde da nicht mehr drauf hinweisen. Werden dann morgen alle Bälle zu Willi gespielt? Und dann, ja, wir füttern ihn. Ganz kurz, ne? Nee, was heißt alle Bälle zu Willi gespielt? Wir spielen ganz normal, wenn er halt die Tore macht, macht das, aber wenn es jemand anders macht, sind wir genauso froh drüber. Weitere Fragen? Mit Markus Wendler und Sebi fallen morgen 2 Spieler aus, die man jetzt, sag ich mal, im Pokalfinale schon eher so in der Stammelf gesehen hat. Arno Macho ist jetzt einmal ausgefallen. Wie ist denn da bei beiden die Perspektive? Sind die am Montag dabei oder ist da bei Wendler gar nicht was denn? Bei Markus Wendler ist es so, dass er auch gestern schon wieder ganz mittrainieren konnte. Allerdings haben wir da nur so Angriffsmuster, Abtorabschlüsse durchgespielt, dementsprechend ohne Körperkontakt. Das ging aber. Bei Joe sieht es so aus, dass er dann, denke ich, auch Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Und ja, bei Sebi ist Magen-Darm, da hoffe ich einfach, dass das sich übers Wochenende legt und dann Montag auch wieder einsteigt. Gut, dann keine weiteren Fragen. Vielen lieben Dank. Noch eine Info für morgen. Wir werden morgen auch in den neuen Heimtrikots für die nächste Saison spielen. Dann besten Dank und gutes Gelingen.